Herzlich willkommen zum Litcast mit Lea und Lennart. Oh, heute habe ich ganz besonders euphorisch Lennart gesagt, oder? Oh, ja, ich habe es gehört. Weil ich mich so freue, weil wir uns erst kürzlich gesehen haben, nämlich auf der Frankfurter Buchmesse. Genau, ja. Wie geht's dir jetzt? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin noch so ein bisschen im Messeblues entgegen des Titels unseres Podcasts, aber irgendwie bin ich noch so ein bisschen Depri. Ja, geht mir genauso. Also Titel unserer Episode heute ist Messewalzer, weil nach dem Tango muss man auch ein bisschen ruhiger machen und dann ist so ein Walzer ganz gut angesagt. Und ich bin auch noch irgendwie so ein bisschen in Frankfurt vom Kopf her. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch meine ganzen Mails nicht fertig abgeschickt habe. Ich bin halt immer noch dabei, weil es so wahnsinnig viel Arbeit ist, allen Danke zu sagen und nochmal aufzuschreiben, was man so auf der Messe besprochen hat. Puh, und du bist ja direkt wieder arbeiten gegangen, ne? Nee, ich bin am Dienstag arbeiten. Einen freien Tag habe ich mir gegönnt. Hashtag Gönnung. Um Koffer auszupacken, Wohnung ein bisschen aufzuräumen und ins Kino zu gehen, aber dazu kommen wir später. Aber auf jeden Fall war es wieder irgendwie eine tolle Messe. Viele Leute gesehen, dadurch, dass sie jetzt am Verlagsstand auch viel war, nicht ganz so viel Veranstaltung gesehen, wie ich erhofft hatte natürlich. Ich muss mal gucken, wie ich das die nächsten Jahre irgendwie anders mache oder so, weil es sowieso doof ist, wenn man so zwischen den Stühlen steht, gefühlt, dass man auf einmal, also dass man als Leser auch gerne da sein würde, aber dann da arbeiten muss, ne? Was ja auch toll ist. Also dadurch lernt man ja ganz anders Leute kennen und erlebt ganz anders Sachen und man bekommt eine Cola, wenn man an den Stand geht und muss sich nicht eine für 3 Euro kaufen. Und das stimmt. Naja, so hat alles seine Vor- und Nachteile. So, jetzt musst du mir mal erzählen, war der Ricardo da? Riccardo Simonetti. Ja. Ja, genau. Ja, der hatte eine Pressekonferenz am Mittwoch und war danach bei uns am Stand. Aber ich habe ihn halt gesehen. Wie war er? Er war da. Ich habe nichts. Existiert er? Ich habe gar keine Verbindung zu diesem Typen. Aber dafür kann ich was anderes Gutes erzählen. Und zwar war am nächsten Tag eine Pressekonferenz mit Michelle Hunziker. Oh, und was für eine intime Beziehung hast du zu Michelle Hunziker? Ich habe immer ein Foto mit ihr gemacht. So, das ist passiert. Das möchte ich bitte sehen. Schickst du mir das mal über WhatsApp? Ja, das kann ich sehr gerne schicken. ich glaube, also das Phänomen Michelle Hunziker ist auf jeden Fall, dass man auf diesem Foto automatisch scheiße aussieht, weil sie so wunderschön ist. Also sie ist wirklich einfach wunderschön. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Halt natürlich sehr professionell und so, aber auch echt eine tolle Frau. Und da habe ich bei der Pressekonferenz die Aufgabe gehabt, das Mikrofon an die Journalisten zu geben. Krass, Lennart. Eine große Aufgabe, man hat mir viel anvertraut und genau, aber ich glaube, es hat einigermaßen geklappt, ja. Nee, das war schon irgendwie ganz, ganz cool. Ansonsten an Promi-Begegnung, ich habe Kati Karrenbauer betreut für Basta Lübe. Die habe ich auch einmal gesehen. Die war sehr entspannt, also konnte sich echt gut mit ihr unterhalten und so, das war echt sehr nett, ja. Ja, du hast sie auch gesehen? Ja, genau. Also ich habe sie auch gesehen, tatsächlich ganz kurz. Sie hat uns einen Stuhl geklaut. Also jetzt wird's krass. Wir waren bei dem Bastel Lübbe abends Bloggertreff Gedöns. Happy Hour Dings. Ja. Und auf einmal ist eine Freundin von mir aufgestanden und meint, oh mein Gott, das ist Kathi Karrenbauer, ich bin so ein Fan. Ja, dann geh doch hin, frag sie doch einfach, ob sie mit dir ein Foto macht oder mit ihr quatscht oder sonst was. Da hat sie sich getraut. Und Kathi Karrenbauer kam dann lustigerweise zu uns rein bei Basta Lübbe und kam dann zu uns und wollte sich unseren freien Hocker klauen. Ja, frech war das. Nein, war alles okay. Oh, also, gibt's den Hocker einen Hashtag dazu? Nein. Stuhlgate oder genau, so. Genau, Stuhlgate. Nee, sie hat ganz nett gefragt und irgendwie hat einer von uns gesagt, ja. Aber der Stuhl war gar nicht frei. Und dann habe ich gesagt, nein, wir brauchen den doch. Aber ich glaube, sie hat den trotzdem genommen. Ich habe das nicht mehr so ganz mitbekommen, was dann da... Sie war dann weg, auf jeden Fall. Und ich glaube, der Stuhl auch.
Na gut. Naja. Ey, aber jetzt reden wir schon so viel über die Messe. Ich glaube, wir müssen es geordnet machen, ne? Erstmal die Bücher abfrühstücken, die wir gelesen haben, oder nicht? Ganz genau. Ganz genau. Wir haben nämlich noch ein ganz besonderes Highlight in dieser Episode für euch. Wir haben ein Interview mit Laura Kneidl, die gerade die Krone der Dunkelheit veröffentlicht hat. Das kommt nachher, aber wie immer geht's jetzt erstmal weiter mit den Büchern, und zwar der Kategorie Frisch verschlungen. Ja. Wow, das hast du sehr gut anmoderiert. Krass, sehr, ne? Ich bin sehr beeindruckt. Ja, ich bin wieder eine Enttäuschung, was das angeht. Oh, ich lese gerade zwei Bücher, über die ich reden kann, und dann lese ich gerade halt was ein bisschen länger ist, über das ich nicht reden kann. Und das ist halt immer ein bisschen doof. Ja. Das ist immer so ein bisschen doof, wenn man dann nichts erzählen kann, aber das ist weder veröffentlicht noch geplant oder vielleicht nur, also es ist ein wenig kompliziert. Aber ich kann von zwei Büchern erzählen, die jetzt veröffentlicht sind und über die man reden kann, wo ich aber mittendrin stecke noch. Und zwar sind es beides Kurzgeschichtensammlungen, da bin ich ein großer Fan von geworden. Einmal, weil ich ja eben selbst eine geschrieben habe und das irgendwie Spaß gemacht hat und weil ich das irgendwie so ganz angenehm zu lesen finde, wenn man so schnelle Erfolgserlebnisse hat sozusagen. Und das ist einmal das Teemännchen von Heinz Strunk. Er hat ja dieses goldenen Handschuh geschrieben. Und das ist auch wieder sehr, sehr, sehr skurril, sehr absurd, sehr witzig. Auch ganz unterschiedlich lang, die Kurzgeschichten. Und das zweite ist von Benedikt Wells, Die Wahrheit über das Lügen. Benedikt Wells kennen ja viele von dem Buch Vom Ende der Einsamkeit. Was hat er noch geschrieben? Spinner. Auf jeden Fall einer der deutschen jungen Autoren. So irgendwie, ich glaube, die halbe Buchmesse, vor allem die weibliche Buchmesse, war verliebt in diesen Typen. Ja, das ist auch immer das, was man hört. Ja, genau. Es installieren sich alle Tinder vor der Buchmesse, weil sie hoffen, dass er da auftaucht. Das ist so das Gerücht. Aber unabhängig davon schreibt er halt einfach wahnsinnig gut. Ich fand, Vom Ende der Einsamkeit war natürlich sehr, sehr traurig, sehr nachdenklich, sehr ernst auch. Sich selbst auch sehr ernst nehmend. Das ist natürlich auch gut. Und die Wahrheit über das Lügen, das ist einfach geschichtenabhängig sehr, sehr unterschiedlich. Aber da warte ich jetzt nochmal so auf den Gesamteindruck, bis ich so richtig was dazu sagen kann. Aber es ist eine bunte Mischung irgendwie. Es ist auch eine Geschichte wohl dabei aus Vom Ende der Einsamkeit sozusagen, noch eine Erweiterung. Bonus-Story. Das ist spannend. Genau, ja. Ja, aber ich finde halt einfach, der schreibt mega einfach, das ist unfassbar. Ja, und dann habe ich jetzt angefangen, das Buch von Hank Green, was wir ja bekommen haben. Genau. Ja. Da habe ich noch nicht reingeguckt, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Geht ja irgendwie um ein Mädchen, die filmt aus Versehen so eine Roboterstatue und gibt der einen Namen, und am nächsten Tag sind ganz viele dieser Statuen da und sie hat das halt gefilmt und ins Internet gestellt und ist dann irgendwie über Nacht famous, ne? Genau, ja. April May oder so heißt sie, glaube ich. Ja, ich bin so mega gespannt, weil ich glaube halt, dass da viel auch so Social Media behandelt wird und den Umgang mit dem Internet, ja. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall kann man schon mal, also es ist ja öffentlich, man kann es ja nachlesen, das wird erscheinen bei DTV Bold. Das genau, der neuen Imprint. Genau, neues Imprint für junge Leute, und ich finde das insgesamt ganz spannend und ganz toll, dass irgendwie so für die ab 20-Jährigen, wir beide sind, so viel gemacht wird. Also es gibt ja zum Beispiel noch Ullstein 5, da erscheinen solche Bücher, und ich glaube Hansa Blau vom Hansa Verlag, das wird so in die Richtung gehen auch ungefähr. So ein bisschen Popliteratur, ein bisschen was Abgedrehtes, irgendwie eher für Jüngere. Ja, finde ich alles sehr spannend, und ich bin auch sehr gespannt auf das Buch und dann auf jeden Fall darüber einiges berichten und ich denke auch über dieses neue Imprint sehr viel sprechen, weil sich das alles sehr vielversprechend anhört. Ja, finde ich auch. Wurde mir auch vorgestellt auf der Buchmesse, und da klang eigentlich alles super. Also auch viele unbekannte Sachen dabei, von denen ich dachte, okay, noch nie gehört, aber let's try. Ja, cool, ja. Ja, sehr, sehr durchmischt das Programm, ne? Total. Ja, finde ich auch sehr interessant. Und bei dir, was liest du? Also ich habe jetzt gerade zuletzt von Markus Heitz-Dors Dämmerung gelesen. Und, krass. Genau, ja. Es ist mega geil. Ich finde es richtig, richtig gut. Also bei dem Dors-Konzept geht es darum, die Grundstory ist,
ein Mädchen verschwindet und die hat einen ziemlich reichen Vater und die verschwindet nicht nur irgendwo, sondern unter der alten Villa des Großvaters in einem Höhlensystem. Ja, und der Vater sagt dann, ja okay, Tochter ist weg, wir müssen irgendwas tun. Und er schickt dann ein Geoforschungssystem darunter. Und dieses Geoforschungssystem steht dann quasi vor drei verschiedenen Türen. Und man als Leser kann man selber aussuchen unter, meine Güte. Also als Leser kann man dann selber aussuchen, in welche Tür man gehen möchte. Ich habe mich für Dämmerung entschieden, weil das Zukunftsszenario ist. Das spielt 2049. Dann gibt es noch eins, das in den 40er Jahren spielt in Deutschland. Da geht es aber nicht um Nazis, wie man jetzt so denkt, sondern eher so um Verschwörungstheorien und Nazi-Technologie. Und dann gibt es noch eine Mittelalter-Version, in der die Frauen an der Macht sind. Ja, also klang alles mega geil und ich habe mich halt jetzt eher so für die Sci-Fi-Tür entschieden. Und die war auch ziemlich gut. Also ging ziemlich abgefahren zu, sehr spannend. Und ich hatte ja auch eine Live-Show von der Book-Planetarium-Sache mit Philipp und Sanne und Markus Heitz auf der Buchmesse. Und da hat sich rauskristallisiert, dass ich auch so die Einzige war, die so richtig starke Fantasy-Elemente drin hatte. Ich habe halt so einen Hund gehabt mit gespaltener Zunge, der da oben gesaust ist und so. Also war eine gute Entscheidung, meins zu lesen. War ziemlich düster, ziemlich abgedreht und ziemlich geil und sehr cliffhangerig. Also uiuiui, bin mal gespannt, wie es weitergeht da. Ja, mega cool. Ich hab mir jetzt auch, also ich habe alle drei Bücher bekommen, da am Drömerstand. Cool. Und muss mir jetzt mal entscheiden, welches ich davon als erstes lese. Aber auf jeden Fall könnt ihr ja, wenn ihr das jetzt hört, die Pilotfolge auch so lesen. Genau. Ne? Habe ich gehört, dass das umsonst ist. Also der Einstieg, ich glaube, das sind so 80 Seiten. Ja, ungefähr. Ungefähr so. Die kann man so lesen. Und sich ich glaub, kostenlos runterladen. Bei Audible. Ja, und dann entscheiden. Ja, was einen am meisten interessiert, genau. Oder halt auch alle drei lesen, das geht ja auch. Ja, das würde ich, glaube ich, auch gerne, aber muss man halt immer gucken, wie viel Zeit man dann auch dafür hat, also, naja. Ja, aber ich finde auf jeden Fall, wie 10 Euro kostet dein Buch, das ist echt das ist fair, cool, irgendwie. Ne? Also finde ich auch. Echt der Knaller. Ist auch ein super Konzept, meiner Meinung nach, weil ich habe jetzt zum Beispiel festgestellt, dass, wenn man jetzt irgendwie im Freundeskreis mit drei Leuten, jeder liest ein Buch, da hat man so viel Gesprächsstoff. Und es ist so geil, sich darüber auszutauschen, weil echt jedes Buch komplett anders ist. Es ist total verrückt. Obwohl man die gleichen Figuren hat und eigentlich die gleiche Story liest. Ja, ich finde das auch mega vom Verlag und vom Autor natürlich, von Markus Heitz, dass die mal was anderes ausprobieren. Irgendwie. Absolut. Dass da so ein bisschen Mut ist, neue Wege zu gehen, genau, auch was die Vermarktung angeht und so. Da wurde echt was ausprobiert. Also echt ganz cool. Schaut euch das an, lest euch das durch und sagt mal Bescheid, wie ihr das so findet. Ganz genau. Und für welches der drei Bücher euch entschieden habt auch. Ja, wir kommen von den Büchern zu deiner Kategorie, die du jetzt nennen darfst. Das ist immer die Aufregung vorher. Ja, genau, immer so dieses. Nee, vor allen Dingen, ganz ehrlich, ich habe immer Schiss, dass ich das vergesse, wie ich die Kategorie genannt habe. Es ist immer kurz vorher so wie Panik, heißt es? Oh Gott, wie habe ich es noch genannt? Und dann kommt wieder diese Genius-Idee hoch. Genau, und dann breitet sich das Lächeln auf meinem Gesicht aus und ich sage, Bücher für die Augen. Da schwelgen wir wieder. Wow. Ja, wir dürfen endlich über Abgeschnitten reden. Wuhu! Und du hast sie mittlerweile auch gesehen, hast du mir gerade erzählt. Genau, die Buchverfilmung von Sebastian Fitzek und Michel Zokos. Wie heißt der? Zokos, ja. Genau, dem Rechtsmediziner aus der Charité. Ja, einmal kurz, worum geht es? Also es geht um, ich weiß gar nicht, wie Paul Herzfeld. Die heißt. Genau, gespielt ich von Moritz Bleibtreu. Ich habe das heute noch für ein anderes Projekt nochmal rekapitulieren müssen alles. Also, Na gut, dann übernimm du. Ich mache jetzt einfach mal, ne? Also es geht um Paul Herzfeld, der ist Rechtsmediziner und der findet auf einmal bei einer Autopsie im Kopf der Leiche die Handynummer seiner Tochter auf einem Zettelchen. Und der ist natürlich dann erstmal so ein bisschen verunsichert, weil er auch keine gute Beziehung zu seiner Tochter hat. Ist halt ein bisschen schwierig, die ist gerade so Teenager. Und sie ist verschwunden tatsächlich, die Tochter. Und die ganzen Hinweise führen auf die Insel Helgoland, aber auf diese Insel kommt er nicht drauf, weil einfach ein Sturm ist. Also Helgoland ist, jetzt kommt, abgeschnitten. Ich finde, das ist so geil. Ja, ich finde es großartig, dass das so, ne, warum das so heißt, ist, weil Helgoland abgeschnitten ist vom Festland. Und durch einige Zufälle gerät er in
Verbindung mit der Comiczeichnerin Linda. Und Linda soll für ihn weitere Autopsien durchführen, weil er nicht nach... Gespielt von Jasna Fritzi Bauer. Oh yes, sie genau, großartig, ja. Weil er halt nicht nach Helgoland kommt. Und da stellt sich dann die Frage, ne, wie moralisch verwerflich ist das? Kann sie das überhaupt machen? Und ja, also mich hat schon das Buch damals mega gepackt. Das war eins der Bücher, ich bin ja echt hart gesonnen, ne? Aber es war echt eins der Bücher, bei denen ich dann auch dachte so, ey, jetzt mach ich wirklich mal das Licht an, ne? Weil, uff. Und wie fandst du den Film denn? Gut oder eher nicht so? Ja, also, ich sag mal erstmal, ich habe mich unterhalten gefühlt die gesamte Zeit über. Puh. Und ich habe den Film, glaube ich, direkt danach vergessen und objektiv fand ich ihn furchtbar. Also, das ist unterhaltend, aber das ist wie Fitzek-Bücher. Ich glaube, ich werde damit jetzt mich bei richtig vielen unbeliebt machen. Ja. Aber die sind alle sehr unterhaltsam, die kann man alle gut lesen. Aber das ist, ja, aber es ist nie ein wirklich cleverer Plot, würde ich sagen. Also, ja, also ich fand gerade bei Abgeschnitten, da habe ich jetzt die Buchvorlage nicht gelesen dazu, muss ich sagen. Aber ich fand es so konstruiert, dass ich es einfach nicht mehr ernst nehmen konnte. Also es gibt echt so Filme, da, wenn ich dann nachts mit dem Fahrrad nach Hause fahre und alleine in der Wohnung bin, dann habe ich auch richtig Schiss. Aber nach diesem Film null. Irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es so abstrus und so konstruiert. Irgendwann hat der Film mich echt richtig verloren, als dann so die vierte Wendung oder so kam. Wow. Und ich so dachte, ja, ach komm schon, also das ist wirklich so unrealistisch. Dann fand ich auch schade, also Lars Eidinger spielt mit in dem Film, spielt den Bösen, denkt ja. Man erstmal so. Das wird ja direkt am Anfang schon revealed. Und er spielt ihn sehr, sehr stereotyp. Ja, irgendwie ohne eine zweite Ebene. Der lacht einfach in jeder Szene irgendwie böse und ich finde Lars Eidinger großartig als Typ und als Schauspieler, aber diese Rolle gibt einfach auch gar nichts her. So. Und man muss sagen, also schauspielerisch in den Hauptrollen einfach top, ne? Mit Lars Eidinger spielt, also da gibt die Rolle nicht viel her, aber ist einfach ein Typ, der hat Präsenz auf der Leinwand. Ja. Moritz Bleibtreu ist dafür aber echt genial. Fahri Yardim ist so ein bisschen der Sidekick-Charakter. Ja. Der macht das super. Also ich finde, da waren echt einige Witze dabei. Da fand ich schon sehr witzig. Jasna Fritzi Bauer ist auch super. Aber die sagen teilweise Sätze. Also das Drehbuch ist teilweise so. Also ich fand es echt teilweise unangenehm schlecht. Da sagt, also Jasna Fritzi Bauer irgendwie muss dann da, oder Linda heißt ja, muss da irgendwie eine Leiche obduzieren. Und dann ist sie deswegen sauer und sagt, du Depp. Da dachte ich, niemand sagt, du Depp in so einer Situation. Ja, das stimmt. Oder ist sie auf Helgoland und sagt irgendwie, möchte ihm verklickern irgendwie, dass niemand auf die Insel kommt und sagt, selbst Moses würde nicht durch das Wasser kommen. Und man denkt, nein, das, niemand redet so einfach. Es ist so, also ich fand es einfach teilweise sehr, sehr, sehr unauthentisch. So, ja, ich finde, für mich wurde der Film gerettet durch die Hauptdarsteller, muss am Ende sagen, war auch noch so ein Showdown, der einfach sehr gekünstelt wirkt und sehr reingequetscht irgendwie. Hatte ich so das Gefühl, warum ist das jetzt da? Warum macht ihr das noch? Der Film ist eigentlich vorbei so. Und teilweise sind auch so Nebendarsteller dabei, die so schlecht spielen. Also da sind hier irgendwie am Anfang zwei Typen in so einer Bar, die Linda da belästigen. Und das ist so schlecht gespielt. Das ist richtig unangenehm. Dafür aber, um nochmal was Positives zu sagen, der Film sieht super aus. Also das ist schon der Hammer. Ich glaube, es hat in keiner Szene wirklich richtig geschneit, aber der Schnee sieht immer einigermaßen echt aus und die Leichen sehen gut aus und insgesamt ist die Kameraarbeit einfach toll. Ja, es gibt so ein paar inszenatorische Sachen, also so Kamera, Einstellungen, die einen sozusagen auf eine falsche Fährte locken. Das fand ich, also hat bei mir sogar funktioniert, dass man mich auf die falsche Fährte gelockt hat. Also am Ende war ich überrascht. Aber es kam mir trotzdem währenddessen komisch vor irgendwie. Also ich weiß nicht, irgendwie, man kann sich den ruhig angucken, auch wenn man das Buch toll fand, ist bestimmt mega. Ich habe mich auch unterhalten gefühlt, also ich fand es jetzt nicht schlecht. Aber ich finde, da gibt es im Moment ganz andere Filme, die man sich lieber angucken kann. Was ich auch noch witzig fand, waren die beiden Auftritte von eben dem Michael Zokos und Sebastian Fitzek. Das war so süß, oder? Das war total nett, fand ich auch. Ja,
Ja, also ich kann das verstehen, dass du den Film konstruiert findest, aber das Buch ist halt auch so. Das ist einfach ein typischer Fitzek-Thriller. Das muss ein bisschen komplizierter sein alles und das darf nicht so einfach sein und da gibt es viele Plot-Twists und so und gerade das gefällt mir halt total gut, weil man immer irgendwie denkt, okay, der ist es jetzt, das ist es jetzt und dann ist es halt genau nicht so und das mag ich persönlich total gerne. Ich war ja im Pressescreening und dann meinten total viele, oh, das ist so unrealistisch und so hanebüchen, oh, das würde niemals passieren. Und oh, das finde ich immer so anstrengend. Machst du gerade mich nach? Nein, ja, so aber ungefähr. Ich finde das ja, immer sehr anstrengend, ja. Weil es ist doch logisch, dass sowas nicht echt ist und nicht passiert. Und das soll doch auch gar nicht echt und sein und alles. Also wenn ich mir was Echtes angucken will, dann schaue ich mir eine Doku an. Ja, ach, weiß ich nicht. Ich find, man kann schon so ein Krimi oder Thriller realistischer darstellen. Also so, dass man, dass man leichter einen Zugang findet. Hm. Weißt du, also selbst zum Beispiel bei S, die Verfilmung davon. Leider nicht gesehen. Ja, okay, es ist ja aber letztendlich Fantasy auf eine Art. Aber danach hatte ich deutlich mehr Schiss als nach Abgeschnitten. So, obwohl das ja offensichtlich unrealistisch ist. Aber es geht irgendwie so darum, wie man das darstellt und wie die Personen reagieren. Und ich fand halt einfach das Drehbuch irgendwie Grütze da, also wie die Leute reden und so. Was echt schade ist, weil halt Moritz Bleibtreu spielt so mega grandios gut. Da. Ich, also der hat mich echt überzeugt. Also ich bin kein Fan von ihm. Und danach dachte ich, oh mein Gott, was ein guter Schauspieler. Ja, aber kann man mal kurz empfehlen, wenn man den mal in einer guten Krimiserie sehen möchte, wo er auch gut schauspielert, der hat in dieser Ferdinand von Schirach-Verfilmung mitgespielt, auf ZDF, glaube ich. Ich weiß gar nicht, welches. Ich glaube, Schuld hieß das. Gar da. Keine Ahnung. Schuld war die Staffel. Ja. Genau, doch, Schuld heißt die Staffel. Jetzt wird Strafe gerade gedreht. Aber das ist echt super. Das ist eine gut geschriebene Buchvorlage. Und eine tolle Serie mit richtig guten Schauspielern. Und da spielt er halt auch mega, aber das Skript ist irgendwie besser. Ja, also ja, abgeschnitten ist halt meiner Meinung nach auf jeden Fall was für alle Fitzek-Fans, die irgendwie Fitzek ja, ganz Fall, gut finden. Klar, und wenn man Fitzek nicht so gut findet, dann muss man sich halt echt drauf einlassen. Aber ich finde, der lohnt sich alleine schon wegen dieser krassen Ästhetik. Also das ist ja auch eine Ästhetik, die man zuletzt meiner Meinung nach bei Hannibal in der Serie gesehen hat. Wo dann da die Leichen richtig krass präpariert dargestellt werden. Also wo du auch denkst, wow, okay, heftig. Da liegt eine Leiche. Okay. Ja, das sieht schon krass aus. Also es sieht ja unfassbar echt aus. Und also ich meine, so ganz objektiv kann ich das so sagen, aber währenddessen fand ich das auch spannend teilweise und aufregend. Ah, ich fand's mega spannend. Der Film macht sich dann natürlich auch teilweise einfach, ne? Weißt du, wenn du eine Leiche optimierst und dann geht auf einmal das Licht aus und da ist der Serienkiller im Raum, da kannst du nicht viel falsch machen. Das ist halt einfach eine spannende Situation. Aber trotzdem, genau, habe ich mir den Film bis zum Ende angeguckt, habe mich unterhaltend gefühlt, aber es ist halt schöner Stund. Ja, also mich hat er den ganzen Tag noch mitgenommen und irgendwie, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie krass und naja, aber ich habe da auch eine andere Beziehung zu. Also abgeschnitten ist halt auch mein absoluter Lieblingsfitzek. Von daher. Muss ich vielleicht nochmal lesen oder so. Aber genau. Ja. Ich war auch noch im Kino. Ich habe Venom gesehen, den neuen Marvel-Film. Ja, den habe ich auch gesehen. Nice, sehr schön. Krass. Also der Venom gehört ja nicht zum Marvel Cinematic Universe, der gehört ja zu Sony. Und in Venom geht's um einen Typen, der von einem Alien-Parasiten Eddie Brooke. Besitz ergriffen bekommt. Ja, dann hat er so ein Alien in sich und das ist halt Venom. Und hat er so ein Alien in sich? Ja, anders lässt es sich nicht erklären. Und eigentlich hat er da keinen Bock drauf und dann muss er sich aber darauf einlassen und es gibt weitere Alien-Parasiten auf dem ganzen Planeten, auf der ganzen Welt und einer von denen ist der krasse, oberböse Alien-Mann und der will natürlich den Planet Erde beherrschen und noch mehr Leute von seinem Planeten runterholen. Trick ist, diese Alien-Parasiten können nicht ohne einen Wirt, einen menschlichen Wirt, überleben auf der Erde. Genau. Ja, und Eddie Brooke, eben gespielt von Tom Hardy, die Hauptrolle, der ist eigentlich Journalist und der berichtet über so eine Firma, die eben ja diese Aliens sozusagen für sich haben möchte und wird dann damit infiziert, so das zum Hintergrund und
Der hat mich auch unterhalten, geht ungefähr in die ähnliche Richtung, also war War unterhaltend, ganz nett, ne? aber ist, genau, war ganz nett, aber hat man auch schnell wieder vergessen. Da auch wieder Tom Hardy spielt mega gut, Michelle Williams finde ich sowieso immer toll. Echt? Ich fand den Bösewicht, ja, ich, ja, du nicht? Ja, ich finde, die ist manchmal irgendwie so ein weißes Blatt Papier und dann hat die so einen Schlitz und da ist der Mund und da redet die drauf. Oh Ja, nein, ich oh nein. finde die eigentlich auch total süß und mag sie ganz gerne, aber ich habe sie halt noch nie so richtig emotional gesehen. Die ist für mich auch einfach zu sehr gespritzt im Gesicht und so Nee, künstlich. überhaupt Findest nicht. du? Ah, oh, ich finde die Nee, total. ist sie gar nicht. Ich finde die ganz toll. Ja. Ich finde die ganz toll auch, ja, also auch in The Greatest Showman fand ich sie auch Ja, mega. da war sie Obwohl ganz nett. eigentlich ist sie ja immer traurig irgendwie in ihren Rollen. Stimmt. Irgendwie, ach, zum Beispiel Manchester by the Sea, auch mega. Ja, und sonst fand ich den bösen Riz Ahmed, glaube ich, heißt der Schauspieler, den fand ich erstaunlich blass. So, der hat mir irgendwie wenig Ja, gegeben. leider. So. Der war halt so stereotypisch einfach. Genau, dann das letzte Ist Drittel, einfach zu wahnsinnig, viel ja, CGI. wahnsinnig Denkst du so, Leute, vorhersehbar lasst es so, alles ja. irgendwie. Das fand ich Ich so ein fand bisschen auch, schade. am Ende war es nicht wirklich spektakulär, so. Nö. Aber es ist. Das, wovon der Film lebt, ist so ein bisschen so diese Art Buddy-Comedy, könnte Ja, man schon genau. fast sagen, zwischen Venom und Eddie Brooke. Finde Der ich ist nämlich wirklich auch. wahnsinnig witzig. Also, da gibt es richtig viele gute Gags. Ja, der ist halt auch nicht so doll konstruiert oder so. Also, da gibt es jetzt keine zweite Ebene oder so, sondern es ist einfach so ein Erzählstrang und Genau, kann man that's sich halt it, echt so. mal sonntagsabends angucken, wenn man ein bisschen was schauen will, was spannend ist, was lustig ist, ein bisschen dramatisch, aber jetzt halt Ja, wo nichts was passiert Großartiges zum irgendwie auf dem Nachdenken, ja. Bildschirm. War also wirklich ganz Ordentlich nett. Action irgendwie. Ich Ja. hatte einen Ja, ich fand schlimmer auch so. gedacht. Ich hatte gedacht, der wird ein total Ja. langweilig, super ätzend und ja, bin dann halt eher so reingegangen, um ihn zu sehen, um mehr Marvel-Wissen anzusammeln und alles, ja, und war dann doch eher positiv überrascht. Ja, ich fand ja auch gut. Also den kann man sich echt gut angucken, guter Actionfilm. Ja, und ansonsten bleibt ganz bis zum Ende sitzen, weil da Genau. kommt noch zu diesem Spider-Man Yes. Zu Miles Animationszeichentrickfilm Morales, zum noch neuen so ein, Film, da wird super. genau, noch so ein Trailer. Und der ist Der ist optisch richtig genial, gut. also da bin ich gespannt. Ja. Und hast du noch was im Kino gesehen? Ich Nee, auch sonst nicht. nicht. Und du? Okay. Oh mein Gott, voll Wow. gut. Krass, das erste Mal, dass wir beide die gleichen Filme gesehen haben und nichts weiter. Wow. Stimmt, ja. Krass. Als hätten wir uns Als abgesprochen, hätten aber haben wir haben wir nicht, nicht, wirklich tatsächlich nicht. nicht. Ehrlich nicht, haben wir wirklich nicht Was ist denn gemacht. der Film, den du als nächstes gucken wirst im Kino? Weißt du das schon? Ich wollte Harry Potter nochmal gucken, denn das Ah, läuft jetzt schön. demnächst in Köln irgendwie, Ja. die ein paar Teile. Und ja, da freue ich mich natürlich schon auf Fantastische Oh Tierwesen, yes, ne? das Irgendwie dauert ja noch ein 14. bisschen. November. Ja, aber das ist an so einem Mittwoch und da bin ich nicht da. Das ist richtig nervig, das nervt mich jetzt schon. Da, wenn der Film startet, naja. Nee, und ansonsten weiß ich gar nicht, was kommt denn als nächstes Ja, noch? weiß ich auch nicht so ganz. Also ich habe noch hier Karten für Searching liegen. Also gar keine Ahnung, die wurden mir geschenkt. und dann habe ich noch Karten für Gänsehaut 2. Da werde ich auch noch berichten, weil ich, wie gesagt, Jack Black echt großartig finde. Ich habe noch nicht mal den ersten Der Gänsehaut. spielt aber nicht mit. Wie? Der spielt ja nicht Der mit. spielt im zweiten nicht mit, nee. Das wusste ich gar Nee, und nicht. der hat auch ganz schlechte Kritiken Oh, bekommen. ja, Aber dann ich habe bin ich noch. umso gespannter drauf. Mal gucken, wie der wird. Ich habe noch wir Tickets hier liegen für Nur ein kleiner Oh Gefallen ja, da mit freue ich mich auch Blake drauf. Lively und Anna Kendrick. Aber der startet auch erst am 8. November, also ist auch noch ein bisschen Zeit. Ja, genau. Also ich muss mal schauen, was als nächstes im Kino gucke. Sonst ein bisschen Netflix tut ja auch mal Genau, gut. genau. Ja, gut, dann kommen wir jetzt noch ein bisschen zu unserem Messetalk zurück. Wir haben ja eigentlich eben schon doch relativ ausführlich Die berichtet. Hälfte Genau, abgearbeitet, was ja. ist denn dein persönliches Highlight der Messe und was fandest du persönlich sehr enttäuschend? Oh Gott, wow. Ja. Das hättest du mich doch mal vorher darauf vorbereiten können, Nö. dass du sowas fragst. Ich fand enttäuschend, wie leer es an den Fachbesuchertagen war. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, da war es echt leer. Dagegen am Wochenende ganz normal voll, aber irgendwie fand ich es sehr leer. Highlight, da möchte ich niemanden so herausheben, aber ich habe einfach richtig viele Leute wieder getroffen so Schön. und mich auch länger mit denen unterhalten. Also es war jetzt nicht so dieses, Hallo. man sieht sich kurz am Stand und sagt Tschüss. Hallo. Also das gab es auch natürlich
klar, irgendwie so, es gibt ja abends immer so Empfänge oder so, irgendwie bei Carlsen war ich Mittwochabend, da irgendwie kurz mal mit ein paar Leuten geschnackt, so, das macht man ja immer, aber sonst, habe ich mich irgendwie mit Freunden, Bekannten da auch teilweise, wenn es die Arbeit zugelassen hat, mal so richtig hingesetzt und dann mal Stunde, anderthalb geredet und so. Und eigentlich hat man ja auf der Messe sonst nicht so Zeit Nee. dazu. Aber das war irgendwie sehr schön. Und dann gab es noch so zwei unverhoffte Begegnungen, sag ich mal. Also dann habe ich Ralf Rute getroffen, irgendwie habe mich mit dem ganz nett unterhalten. Und dann Dietrich Grönemeyer, das ist ja der Bruder von Herbert Grönemeyer, der so Medizinbücher schreibt. Okay, wusste ich gar Echt, nicht. musst du mal Also lesen. weder, dass er einen Bruder hat, noch dass er Sachen Genau, schreibt. doch, der schreibt so Der kleine Medikus, ist irgendwie bei Robert Na. erschienen und so, genau, ganz viel so in dem Bereich. Ja, und der hat mir damals einige Referate und Klassenarbeiten gerettet und so, und dann habe ich mit dem kurz noch geredet, das war auch sehr, sehr nett. War ich beim Deutschen Jugendliteraturpreis, das finde ich immer sehr, sehr unterhaltsam, am Ah, Freitag. cool. Da hat The Hate U Give gewonnen, das hat mich mega gefreut, war irgendwie Genau. kurz davor noch am Stand von Random House und hab da irgendwie mit denen von CBJ, CBT geredet und die haben halt gesagt, dass sie mega darauf hoffen, gar nicht so sehr bei der Kritikerjury, sondern vielmehr bei der Jugendjury. Und da haben sie auch bei der Jugendjury gewonnen. Das war echt, echt sehr, sehr schön. Ja, mega. Ja, und ansonsten war ich das erste Mal so richtig bei Messepartys abends. Also, Na. das war für den Abend toll, für den Morgen weniger. Also es gab wirklich einen Morgen. Es gab dann die Digital Night am Oh, die Digital, na, da habe ich viel von gehört. Donnerstagabend und davor war ich noch irgendwie bei den Finnen, die waren in der Halle und haben Salmiak-Schnaps getrunken, also Lakritz-Schnaps und der war lecker, sag ich mal so und dann bin ich am Freitagmorgen aufgewacht und hab so einfach mal testweise so einen Satz gesagt und da klang meine Stimme schon nicht mehr so schön, nicht mehr so wunderschön wie jetzt. Naja, also das war irgendwie ganz cool, aber ich habe mir so gedacht, ich weiß nicht, irgendwie will ich das nächstes Jahr noch ein bisschen entspannter gestalten und ich werde einfach nur als Privatbesucher hingehen und dann wie erst um 13 Uhr auf die Messe kommen und abends richtig Party Top, machen top. oder so. Ja, mal schauen. Irgendwie ist es natürlich auch cool, am Stand zu sein und so beim Verlag zu helfen. Naja, mal schauen. Aber wie war's denn bei dir so? Ja, also bei mir war wieder viel zu tun, viel gearbeitet, die Lea Kaipier. Und mein Highlight ist nach wie vor immer noch, glaube ich, der Lux-Abend. Also da waren wir vom Lux-Verlag eingeladen, einige Bloggerinnen und Es war Blogger. Freitagabend, ne? Und genau, und das Lux-Team war ja auch da und Autorinnen von Lux waren da, zum Beispiel Bianca Josivoni. Und man hat einfach total nett zusammengesessen an so langen Tafeln und die Autorinnen haben immer wieder Plätze getauscht, dass man auch mit jeder mal reden konnte. Es gab ein Drei-Gänge-Menü, das unfassbar lecker war. Und ja, einfach dieses nette Beisammensein und auch mal wieder mit Leuten zusammensitzen, die man nicht so häufig sieht, das war einfach total schön und das Programm war auch super. Also es gab beispielsweise ein Lux-Bingo, das fand ich echt witzig. Also man hat so einen Bingo-Zettel bekommen, wo unterschiedliche relativ generische Begriffe drauf standen, die man in so Liebes-Erotik-Romanen halt findet, ne? Und die Autorinnen haben dann halt gelesen, aber nur so kurz, so 4, 5 Minuten. Und man musste dann ankreuzen, wenn man irgendwie einen Begriff gefunden hat. Und diejenige, die gewonnen hat, hat dann, glaube ich, irgendwie eine Lux Wildcard gewonnen. Ja. Also das war auf jeden Fall super lustig, weil alle waren total konzentriert auf diese Lesung und auf die Worte. Und das war schön zu sehen, weil sonst hat man das ja eher so, ja, Lesung, es ist jetzt so ein bisschen anstrengend, ne? Aber da war es halt richtig total schlau von allen Seiten, Ja, fand mega ich. Es cool. war eine Mega-Aktion. Kurze Frage, kam die Wörter sexy und bad boy drin vor? Oh, das gucke ich mir eben nach. Warte kurz. Ich erinnere mich nur an die Lesung mit der armen Trout. Ja, das schaue ich mir eben nach. Also, pass auf. Ja. Wir haben haselnussbraune Augen, witzbold. Ihre Lippen glänzten rosig. Ich wurde schwach. Oh nein. Mein Favorit, Kükenpiepen. Wir haben verboten sexy. Okay. Ja. Oh. Also, Bad Boy haben wir nicht drinne. Ey, aber was waren nochmal die ersten zwei? Was hast du da gesagt? Haselnussbraune Augen und Witzbold. Wow, okay. Ja. Okay. Also es gibt auch noch andere Sachen wie Diskusscheibe. Auch sehr. Ja. Kann nichts zu sagen. Ein Körper wie gemalt.
Und er zog mich aus. Ja. Also das sind jetzt so ein paar von den Titeln, die hier drauf sind. Ne? Sehr, sehr lustig. Okay. Ja, aber ja. Mega coole Idee. Ja. Super. Und es ist halt auch schön, dass es einfach in einer tollen Atmosphäre gewesen, sehr hochwertig alles. Also das finde ich auch schön, dass da der Verlag auch einfach mal sagt, wisst ihr was, wir laden jetzt alle zum Essen ein. Und das ist einfach toll. Ja, das ist so mein Highlight gewesen und noch eine lustige Story. Irgendwie hatte ich es auf dieser Buchmesse mit Erotikromanen, ich weiß auch nicht. Was war da los? Was war da los, richtig. Wir haben beim Piper Verlag neue Titel vorgestellt bekommen und mit darunter war ein Titel, der nennt sich Honey Badger und da geht es um Gestaltwandler und das Mädel kann sich wohl in einen Honigdachs verwandeln. So, na klar. Genau. Na klar. Ganz genau. Und Laura Kneidl kam dann noch dazu, weil ich, wie gesagt, das Interview nachher noch mit ihr gemacht hatte und sie hatte das auch gehört und wir waren beide erste so ein bisschen irritiert. Und das hat mich die ganze Messe über so verfolgt. Und ich habe das immer jedem erzählt. So, kennt ihr diese amerikanische Honey-Badger-Reihe? Und leider kannte fast keiner, aber so konnte ich jedem das neu erzählen. Und bei der Happy Hour von Bastel Lübbe haben wir dann nachher einen Honey-Badger-Buchclub gegründet. Wir haben gesagt, eigentlich, wenn das rauskommt, müssen wir das lesen, weil das ist so abstrus. Ja, ja. Ey, ich bin dabei auf jeden Fall. Das war auch so sehr gut. Das war irgendwie so unser Messe-Highlight, dieses Honey-Badger-Ding. War einfach witzig, ja. Apropos Buchclub, John Green hat jetzt auch so einen Buchclub gegründet, könnt ihr mal auf YouTube irgendwie nachschauen, auf seinem YouTube-Kanal, da erzählt er so ein bisschen was dazu und der kommt doch erst zustande, wenn sich genug Leute angemeldet haben, also cool. Meldet euch da auf jeden Fall mal an. Ja, da gibt's so verschiedene Pakete sozusagen, also man kann dann sozusagen so eine Art Abo dann kaufen, entweder für 10 Euro digital oder 25 Euro das Printbuch und ich meine, das wird international verschickt sogar. Cool. Ja, und irgendwie jeder Gewinn wird an einen guten Zweck gespendet und ja, guckt euch das mal an, das hört sich echt mega cool an und ich finde es sehr spannend. Ja, klingt nice. Ja, ansonsten würde ich sagen, springen wir ja auch zum Interview mit Laura Kneidl. Wir wollen euch ja auch nicht länger warten lassen, was Laura euch so Tolles erzählt. Ich habe sie nämlich ausgequetscht auf der Frankfurter Buchmesse, so ein bisschen über ihr Leben, weil bei ihr ging es ja rasend schnell zum Erfolg irgendwie. Sie war da und dann war sie berühmt. Ja, mit Berühre mich nicht hat Laura Kneidl einen richtigen Hit gelandet, Spiegel Bestseller und jetzt hat sie die Krone der Dunkelheit veröffentlicht und worum es darin geht und was Lauras Erfolgsgeheimnis vielleicht auch ist, erfahrt ihr jetzt im Interview mit ihr. Viel Spaß! Wir befinden uns gerade auf der Frankfurter Buchmesse und ich stehe hier mit Laura Kneidl in so einem ganz ungemütlichen Zwischengang. Aber erstmal schön, dass du da bist, Laura. Hallo. Hallo, ja, ich freue mich sehr. Ja, wir freuen uns auch total, dass du heute dabei bist bei unserem Podcast. Und ja, so auf der Messe hier in diesem Zwischengang haben wir neben uns draußen das Gelände. Es ist sehr sonnig und sehr heiß. Es ist, glaube ich, auch die erste Buchmesse mit über 25 Grad. Das kann sein. Ich habe ja direkt vor der Buchmesse extra einen Mantel gekauft, weil ich letztes Jahr so gefroren habe. Und ich denke mir, toll, jetzt habe ich den Mantel umsonst gekauft. Okay, der Winter wird kommen, aber ja. Winter wird kommen. Bist du Game of Thrones Fan? Ja. Okay, gut. Ja, wir wollen heute aber eigentlich gar nicht über Game of Thrones oder so reden, sondern nämlich über dich und über dein neues Buch. Magst du so generell einfach mal so ein bisschen was über dich erzählen, wie es so bei dir mit Schreiben angefangen hat, wie so deine Leidenschaft herkam? Ich meine, das ist ja bei jeder Autorin, bei jedem Autor total unterschiedlich. Okay, das ist eine sehr umfangreiche Frage. Genau. Wir sind ja in einem Podcast. Genau. Ja, also ich fange, glaube ich, erstmal an, wie ich angefangen habe zu schreiben. Also ich muss sagen, ich habe richtig lange tatsächlich nicht gelesen oder geschrieben. Also ich habe so als Kind halt so mal ein Buch gelesen oder diese Gänsehautbücher zu der Serie, die fand ich halt gut. Ja, die sind super. Genau, die haben mir halt gefallen, aber ich habe nicht so wirklich viel gelesen und dann habe ich 2008 oder so Twilight gelesen, beziehungsweise ich glaube eigentlich hat es angefangen mit Lynn Raven, Der Kuss des Dämons. Das ist so Twilight ähnlich, aber das habe ich vor Twilight gelesen. Und das fand ich total super. Dann habe ich Twilight gelesen. So wie jeder. So wie jeder, genau, so wie jeder. Und habe dann angefangen, Fanfictions zu schreiben über Twilight. Ah, geil. Also, du bist
bist auch ein altes Fanfiction-Girl. Genau, also das ist halt einfach, ich fand, ich muss sagen, mein Lieblingscharakter war immer Jacob. Und ich fand, er war als Charakter nie so, wie ich ihn haben wollte. Und er hat auch nie das Ende bekommen, das ich haben wollte. Und dieses ganze Renesmee-Ding fand ich einfach super eigenartig. Ja, merkwürdig. Ja, das war total eigenartig. Und ich habe dann Fanfiction geschrieben, wo entweder das Baby gar nicht da war oder er nicht auf das Baby geprägt war oder so, weil ich das einfach so komisch fand. Und dann habe ich City of Bones von Cassandra Clare gelesen und das hat mich mega beeindruckt einfach. Auch vom Schreibstil her war das halt nochmal was ganz anderes. Und daraufhin habe ich angefangen, eine erste eigene Geschichte zu schreiben. Das war auch eine Fantasy-Trilogie, Urban-Fantasy-Trilogie. Thematisch, ich sag mal, ähnlich City of Bones, ja. Weil das ist ja, ich glaube, so fangen halt viele an. Man imitiert immer das, was man gut findet oder auch wenn man, ich sag mal, auch wenn man anfängt zu zeichnen, zeichnet man ja meistens so die Bilder nach, die man schön findet und dann... Kurze Zwischenfrage. Wir sind, glaube ich, auch ziemlich gleich alt, oder? Ich bin 1990 geboren. Ich auch. Genau, deswegen. Ich habe nämlich gerade überlegt, so wie alt war ich, als ich City of Bones damals gelesen habe. Ja, genau. Und und dann habe ich halt damit angefangen, eben eine erste eigene Geschichte zu erzählen und es war halt so auch mit Twilight, mit der Fanfiction, die war ganz, ganz furchtbar, aber das Schreiben, das war so eine Erleuchtung für mich. Es war so, es hat einfach so viel Spaß gemacht und auch dann diese Trilogie, die ist auch richtig, richtig schlecht, die würde ich nie jemandem zum Lesen geben, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich gehöre zu den Autoren, Autorinnen, ich hatte nie ein Problem damit, was fertig zu schreiben. Ich habe mich hingesetzt und habe innerhalb von einem Jahr diese Trilogie durchgeschrieben. Also sie ist, wie gesagt, sie ist nicht gut. Es sind super viele Fehler drin, also auch Logiklücken und irgendwelche Handlungsstränge verlaufen sich und laufen ins Nichts irgendwie. Es ging halt wirklich nur um Schreiben. Das war so und das war halt, ja, das fand ich ganz großartig und habe dann nebenbei noch andere Ideen ausgearbeitet. Und dann habe ich Anfang 2011 angefangen, Light und Darkness zu schreiben. Damals eben noch einfach nur unter Light und Dante. Und das war dann irgendwie... nicht mehr ganz so furchtbar irgendwie und dann habe ich und dann bin ich halt damit an eine Literaturagentur herangetreten und haben wir eben versucht, es bei Verlagen unterzubringen, was nicht so auf Anhieb geklappt hat. Ist ja auch normal, ne? Ja, also es ist immer so, man wünscht sich natürlich immer, dass es sofort klappt. Also ich muss sagen, also auch wo ich diese Zusage von der Agentur bekommen habe, das war so für mich, oh mein Gott, jetzt funktioniert es, jetzt wird es erfolgreich und jetzt geht's los. es ist nicht losgegangen. Ja. Also im Prinzip, es war dann so, wir haben dann 1,5 Jahre ungefähr versucht, das Manuskript zu vermitteln, ohne Erfolg. Und wir haben halt dann so ein bisschen gemerkt, dass halt die Zusammenarbeit also mit der Agentur und mir eben nicht so ganz funktioniert und dass wir auch von den Projekten so ein bisschen andere Vorstellungen haben. Und dann wurde auch tatsächlich der Agenturvertrag aufgelöst. Also das ist so das, was man denkt, so, oh man hat's jetzt satt und dann hat man keinen Verlag und dann steht man wieder ohne Agentur da. Und dann habe ich aber, ich sag mal, ich bin jemand, der so leicht aufgibt und dann habe ich es halt Impress geschickt und Impress haben es dann eben... 2 Jahre später, Ende 2013 veröffentlicht. Ja. Boah, also auch ein echt ziemlich langer Weg, ne? Und ich finde das immer so bewundernswert, wenn man sich dann wirklich auch nicht unterkriegen lässt. Wie hast du das geschafft? Hast du dir irgendwie so ein Mantra zugelegt und immer wieder gesagt, ich schaff das schon und dann abends heulend in der Ecke gesessen? Oder wie war das bei dir? Manchmal saß man heulend in der Ecke. Ich glaube, es ist halt einfach, ich kann das irgendwie gar nicht so sagen. Es ist einfach so, das Schreiben, es hat mir so viel gegeben. Also es klingt irgendwie voll kitschig, aber es hat mein Leben verändert. So, es war so, wie gesagt, ich habe mich nie wirklich so richtig für was interessiert. Ich habe mal hier mal so ein bisschen mitgemischt, mal da ein bisschen mitgemischt. Und ich muss sagen, es waren zum Beispiel auch bei meinen Freunden so. Ich war immer halt so hier in den Freundeskreis und hier und so. Und das Schreiben, das war einfach so das Erste, was mich so voll und ganz für sich eingenommen hat. Und ja, es ist immer so, dass ich muss sagen, ich kann es mir auch gar nicht mehr vorstellen, wie das ohne war. Und es war halt, nicht zu schreiben war halt nie eine Option. Deswegen habe ich halt immer weitergemacht. Aber klar, es war manchmal echt frustrierend, gerade wo diese Agentursache war. So, was ich da rumsaß und geheult habe in der Ja, das glaube ich nämlich auch. Also gerade wenn ich mir das so vorstelle, du hast was geschrieben, du hast eine Agentur gefunden und dann ist man mega happy.
Und dann sagt die Agentur einfach mal, ja, okay, jetzt wird der Vertrag aufgelöst und dann steht man da. Aber ich meine, hey, du hast es dann trotzdem noch zu Impress geschafft. Und du bist ja jetzt nicht nur bei Impress, du bist dann ja auch noch weiter verlegt worden, jetzt unter anderem bei Piper. Kannst du uns dann noch so ein bisschen erzählen, wie es dann weiterging nach Impress? Also hattest du dann gedacht, so, boah, ja, jetzt läuft's endlich und jetzt schreibe ich alles einfach runter. Ja, ganz so war es nicht. Also es war halt wirklich, bei Impress kam das Buch raus und lief dann wirklich erstaunlich gut, also überraschend gut dafür, dass mich halt eigentlich fast niemand kannte. Also ich hatte halt wirklich das Glück, dass ich jetzt zuvor als Buchbloggerin auch aktiv war und halt da Buchblogger dann kannte. Du auch. Genau, und halt Leute einfach, die dann hinter mir standen, mich supportet haben, das Buch rezensiert haben, was halt einfach wirklich sehr viel wert ist. Und es lief dann überraschend gut und Impress haben dann eigentlich, ich glaube, wirklich so einen Monat nachdem Light in Darkness überhaupt rauskam, schon eine neue Trilogie von mir gekauft, die Elemente der Schattenwelt. Und die kamen dann im Prinzip so über so ein Jahr verteilt, kamen die dann raus. Ich glaube, der erste Band kam dann so Mai 2014 raus. Und im Laufe, während diese Bücher rausgekommen sind, habe ich mich dann nochmal bei Agenturen beworben. Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Bist du eigentlich dann wieder in eine Agentur gekommen? Ja, ich bin dann wieder, ich kann auch mal kurz sagen, also eine Agentur ist im Prinzip so der Vermittler zwischen Autor und Verlag und gerade so große Verlage wie Carlsen, Piper, Lübbe, Ravensburger Arena. Ja, oder es ist halt richtig schwer, weil die bekommen einfach so viele Manuskripte und eine Agentur hilft halt dabei, den Fokus des Lektoren auf die schon geprüften, wo es sagt, das sind schon gute Texte und sonst landest du halt in einem Stapel, wo halt sehr viele nicht gute, unpassende Skripte dabei sind. Und dafür ist halt eine Agentur super. Und für mich, ich wollte halt wirklich immer in den Verlag veröffentlichen, immer in den großen Publikumsverlag. Das war einfach der Weg, den ich für mich gewählt habe. Und ich habe mich dann eben wieder beworben bei Agenturen, habe dann auch eine Agentur gefunden, bei der ich jetzt auch immer noch bin und super zufrieden. Und wir haben dann zusammen ein Projekt ausgearbeitet, das ich bis heute heiße und ich liebe, dass mal wieder kein Verlag wollte. So ist das doch irgendwie immer. Alles, was man irgendwie selber gut findet, kommt dann nicht an die Leute. Ja, es ist halt, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es halt irgendwann mal klappt. Es ist halt auch manchmal so die falsche Zeit für das Projekt oder so. Und dann man schreibt dann eben so ein Projekt über irgendein Fabelwesen und gerade will kein Mensch was von diesem Fabelwesen hören. Aber in vielen Jahren ist es aus irgendeinem Grund das Trendfabelwesen. Honey Badger hatten wir eben. Wir haben uns, gerade wurde uns eine Reihe vorgestellt, in der es irgendwie Erotik-Fantasy über Gestaltwandler, die Honigdachse sind, gibt. Ja. Genau sowas zum Beispiel. Und auf jeden Fall haben wir die ausgearbeitet und es hat halt wieder nicht geklappt, was super schade war. Aber anschließend haben wir uns eben noch ein Projekt ausgesucht, das war Water and Air. Ja. Und das hat dann Carlsen genommen, was dann halt echt toll war, weil das mein erstes Buch war, das eben so richtig direkt im Print, im Taschenbuch erschienen ist, das so wirklich in den Buchhandlungen breitflächig ausgelegen ist, das dann so in der Programmvorschau mit drin war und alles so das, was man halt sich immer so als Verlagsautor träumt irgendwie. Kurz überlegen. Überleg ruhig, wir haben Zeit. Ja. Währenddessen steht übrigens Philipp von Burgwerk hinter uns und macht ein paar Fotos. Ah, okay. Und dann habe ich im Water and Air fertig geschrieben und dann stand ich halt eigentlich wieder so, ich habe keinen Vertrag, was schreibe ich jetzt, was mache ich jetzt? Und ich habe mich vorher schon immer so ein bisschen für New Adult interessiert, habe dann auch schon zwei Projekte geschrieben, die ich aber selber nicht so wirklich gut fand, deswegen auch nie jemand. Also ich habe meine. Also du hast noch was in der Schublade, Laura. Ich habe noch was in der Schublade, aber da bleibt es auch. Schade. es waren halt einfach so Übungsversuche und ich glaube, sie waren jetzt ja nicht grottenschlecht, aber auch nicht so, dass ich sage, die will ich jetzt halt rausbringen. Und hatte aber nach Wortein eher die Idee zu eben Berühre mich nicht, beziehungsweise sie ist währenddessen schon so ein bisschen entstanden. Und dann habe ich Berühre mich nicht eben geschrieben und habe es auch erstmal fertig geschrieben. Und nachdem es fertig war, haben wir es dann eben Verlagen angeboten. Und dann habe ich Berühre mich nicht, dann kam Verliere mich nicht. Dann habe ich bei Carlsen eben nochmal Herz aus Schatten rausgebracht. Verrückt. Und ich glaube, das war Ende 2016, Anfang 2017, ich weiß nicht, also auch eigentlich schon echt lange her, da hat dann Piper eben die Krone der Dunkelheit eingekauft. Genau, und mit Berühre mich nicht ging es dann irgendwann so richtig los. Wie war das Gefühl für dich, als du gehört hast, es steht auf der Spiegel-Bestsellerliste?
Das war ungefähr mein Gedankengang. Das ist so, ich weiß nicht, wenn man die ganze Zeit so, also es ist irgendwie so, man denkt ja drüber nach und man redet mit anderen Autoren drüber und man weiß natürlich, dass die Spiegel-Bestsellerliste so, also so für viele oder in der Branche die Sichtbarkeit und irgendwie so der Maßstab ist einfach und es war einfach so, total surreal. Also es ist so, ich sag's immer, es ist immer so, als würde es jemand anderen passieren. Also man realisiert das gar nicht, dass das jetzt sein Buch ist, das da auf dieser Liste drauf ist oder auch, also was das auch bedeutet und was das für Auswirkungen hat, das bekommt man dann vielleicht später irgendwie so ein bisschen mit. Also man freut sich natürlich, aber es ist so eine, ich kann es gar nicht richtig greifen, Freude. Ich glaube, das ist halt, wenn man wirklich super lange auf was hinarbeitet oder sich irgendwas wünscht und dann passiert es, dann ist so, ja, so unwirklich einfach. Ja, also ich auch jedes Mal noch, wenn ich in die Buchhandlung gehe und ein Buch da sehe und dann klebt da dieser Sticker drauf, dann denke ich mir immer, erstmal mein erster Gedanke ist, oh, warum Buchsticker? Und zweiter Gedanke ist, oh, Laura, voll cool. Ja, also ich hoffe natürlich, dass es so auch weitergeht. Und für die Krone der Dunkelheit, da habe ich jetzt auf meinem Buch auch einen Sticker. Geht aber ganz wunderbar ab. Ja, genau. Und vor allem wird ja nochmal darauf hingewiesen, dass du Spiegel-Bestseller-Autorin ist. Wie findest du, dass es da dann nochmal dieser Sticker drauf ist? Findest du das so gut, dass diese Sichtbarkeit da ist dafür? Oder sagst du, ach ja, komm, jetzt reicht's auch. Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube auch bei Berühre mich und verliere mich klebt, glaube ich, gar kein Sticker. Ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen mit Sticker. Ich glaube nicht. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch wahnsinnig. Könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da den Sticker gesehen habt in der Buchhandlung oder nicht. Also ich habe noch keinen Sticker gesehen. Vielleicht, dass manche Buchhandlungen ihn nachträglich draufkleben vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube selber, also Lück selber klebt die nämlich meines Wissens nach zumindest nicht drauf. Und die Krone der Dunkelheit, also ist zumindest für mich jetzt das erste Buch, wo ich den Sticker drauf sehe. Und da finde ich es halt schon cool, weil man kennt halt immer so diese anderen Autoren, so Markus Heitz und Sebastian Fitzek und Ursula von Zunanski und halt all diese Autoren, zu denen man so jahrelang immer so aufgeguckt hat und gedacht hat, so, boah, so, das sind Autoren. Und dann hat man halt, ist halt plötzlich auch so einen Sticker, den die halt haben und es ist einfach irgendwie schon cool. Ja, jetzt reißt du dich da einfach mit denen ein. Das ist doch auch irgendwie voll cool, ne? Wenn man von heute auf morgen dazugehört. Ja, ich muss sagen, ich habe es halt irgendwie noch nicht so, das ist nochmal eine andere. Ja, ich weiß nicht, also für mich ist es halt, ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, das sich für mich nie ändern wird. Das sind halt so die Autoren, zu denen ich so lange aufgeguckt habe. Ich glaube, egal wie gut sich meine Bücher verkaufen, ich werde mich nie mit denen auf einer Ebene sehen. So, das ist einfach, weil das sind halt diese Autoren, die halt eben schon immer da waren. Als ich angefangen habe zu lesen, waren die schon da, waren sie schon erfolgreich und so. Ah, wart mal ab. Legende, ja. Du wirst bestimmt auch irgendwann mal ein Legendenschildchen unter deinem Foto haben irgendwo, bin ich mir ziemlich sicher. Wie geht's denn jetzt so für dich weiter? Also du hast ja wahrscheinlich schon ein paar neue Verträge geschlossen. Ich habe auch schon einiges gehört auf dieser Buchmesse von den Verlagen. Darfst du schon was verraten? Also was ich auf jeden Fall verraten kann, ist ja, dass die Krone der Dunkelheit eine Trilogie ist. Genau. Da kommt im Sommer, ich glaube im Juli ist er angekündigt, der zweite Band. Und im darauffolgenden Jahr der dritte Band. Die wollen natürlich noch geschrieben werden. Ich sitze gerade am zweiten Band. Und im Januar nächsten Jahres, ich glaube am 28. Januar, erscheint Someone New, ein neues New Adult Buch bei Lux, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Also das ist auch so ein ganz besonderes Projekt für mich. Ich kann immer so super wenig davon erzählen, weil ich irgendwie gefühlt alles spoilern würde. Aber darauf freue ich mich halt wirklich schon sehr. Und danach wird es auch noch weiteres New Adult geben. Dazu kann ich jetzt wirklich noch gar nichts sagen. Aber im Prinzip, ich sag mal, so ist ja die nächsten Jahre geht es eigentlich so weiter. Jetzt gerade High Fantasy, dann kommt New Adult Buch, dann High Fantasy, dann New Adult. Und zwischendrin, das kann ich glaube ich jetzt halt inzwischen auch verraten, werden eben die Elemente der Schattenwelt, also diese Trilogie, wo bei Impress erschienen ist einst, die ist ja seit ein paar Monaten nicht mehr erhältlich, weil die... also im Prinzip die Lizenzrechte ausgelaufen sind und ich mich eben dafür entschieden habe, den Vertrag erstmal nicht zu verlängern. Und die werden jetzt ja dann nächstes Jahr auch nochmal neu rauskommen. Sehr cool. Also wir müssen nicht befürchten, dass du irgendwann als Bauarbeiterin anfängst im nächsten Jahr. Das wünsche ich auch für alle anderen, weil das würden ganz furchtbar schiefe Häuser werden. Ja.
Aber kannst du vom Schreiben denn mittlerweile leben? Also bist du nur Autorin oder hast du auch noch einen Nebenjob? Nee, ich habe wirklich das Glück, dass ich zurzeit nur Autorin bin. Also was heißt nur Autorin, ne? Das ist ja schon ein sehr anspruchsvoller Job. Also unterschätzen ja die meisten. Ja, das total. Also nicht in dem Sinne, dass man nur Autorin ist, aber dass es eben der einzige Beruf ist, den ich im Moment ausübe. Und dafür bin ich auch sehr dankbar jeden Tag. Ja, das glaube ich. Wie sieht denn so dein Schreiballtag aus? Also bist du eine der Autorinnen, die um 4 Uhr morgens aufstehen und loshacken auf der Tastatur? Oder bist du eher so diejenige, die um 11 Uhr aufsteht und dann langsam mal so 3, 4 Sachen ins Notizbuch schreibt? Weder noch. Das sind ja zwei sehr extreme Beispiele. Also ich bin schon auch vormittags am produktivsten. Also am besten schreibe ich wirklich, wenn ich früh aufstehe, aber nicht um 4 Uhr, sondern halt vielleicht mal so um 7. Und mich dann eigentlich direkt als erstes an den Schreibtisch sitze und mich setze und mich nicht ablenken lasse von allen möglichen Nachrichten oder Kleinigkeiten, Hausarbeit, was immer so anfällt eben, dann schreibe ich halt wirklich am besten. Aber es gibt keinen klassischen Alltag. Also es fallen einfach viele verschiedene Aufgaben an und man ist auch immer überrascht, wenn man wirklich, also hauptberuflich Autor, Autorin ist, wie viel Arbeit nicht schreiben ist. Also man schreibt das Buch natürlich, aber man muss dann die Lektorate machen, die Überarbeitung, Presse kommt dazu. Dann fallen natürlich auch so ganz unromantische Dinge wie Buchhaltung und Steuern an. Eklig. Ja, ganz furchtbar. Ja, lass uns doch mal ein bisschen weiter über die Krone der Dunkelheit sprechen. Es ist ja gerade erschienen. Kannst du mal so zusammenfassen, worum es denn geht? Okay, ich bin richtig schlecht darum, mein eigenes Buch immer zusammenzufassen. Aber es ist immer schöner, wenn die Autorin das selber macht. Also ich sag, das Buch erzählt eigentlich zwei Geschichten und ein paar Nebengeschichten. Also zwei Haupthandlungen begleiten Freya und Celan. Und Freya ist eine Prinzessin in einem Land, in dem nur Menschen leben. Und sie sucht ihren Bruder, der vor 7 Jahren verschollen ist und im Prinzip nach einer erfolglosen Suche für tot erklärt worden ist. Aber sie glaubt nicht an seinen Tod und wendet sich dann eben, um ihn zu suchen, verbotenerweise der Magie zu, der Alchemie. Und findet ihn dann mit Hilfe eines Suchzaubers. Der Suchzauber verrät ihr, er ist im magischen Land, bei den Elver und bei den Fae, bei den Kreaturen, die Menschen eigentlich immer so verabscheuen, und sie begibt sich dann auf die Suche dorthin, aber sie möchte natürlich die Reise nicht alleine antreten, kann sie auch gar nicht, weil sonst wäre sie sehr schnell sehr tot und befreit dafür einen unsterblichen Wächter aus seinem Verlies, Larkin. Mhm. Er sitzt auch seit 7 Jahren, sitzt er eben da im Kerker, weil er als unsterblicher Wächter eben diese Mauer bewacht, die Länder trennt. Und zugelassen hat, dass ein Dorf ausgerottet worden ist, in dem auch zu dem Zeitpunkt unglücklicherweise ein paar Adelige waren. Und das kann, wie das immer so ist. Ja, und das kann natürlich nicht ungestraft werden. Und deswegen sitzt er seit 7 Jahren und ist ein bisschen frustriert, weil er eben in absehbarer Zeit nicht sterben kann und wird. Und dort die Ewigkeit fristen soll. Und ist dann eigentlich auch relativ dankbar, eben, dass Freya ihn befreit. Und die beiden begeben sich dann auf die Reise nach und suchen eben den Bruder. Und der andere Handlungsstrang ist Celan. Und Celans Familie ist vor 7 Jahren als ein Dorf überfallen wurde. Man erkennt, dass mein Muster. Vielleicht durchschaut man hier etwas. ist ihre Familie umgebracht worden, im Prinzip alle, die sie kannte. Und sie war glücklich, unglücklicherweise, das ist immer so eine Sichtweise, nicht eben im Dorf und hat überlebt und hat seitdem das Ziel, dass sie eben andere davor bewahren möchte, dass eben diese magischen Kreaturen sie töten und ihre Familien töten. Sie möchte auch ihre Eltern rächen und möchte daher eine unsterbliche Wächterin werden. Problem an der Sache, bisher gibt es da eigentlich nur Männer. Und und sie muss sich dann da eben so ein bisschen beweisen. Das Problem ist nur, sie hat es nicht so mit Gehorsam und Unterwürfigkeit. Da hat sie so ein bisschen ein Problem mit. Und und das bringt sie halt dann in Schwierigkeiten. Und dann geht das eben so seine Wege. Ein paar Nebenhandlungen fließen noch mit ein. Und ist ja auch ein sehr dickes Buch, ne? Ja, also es gibt auch noch viele andere Charaktere. Es gibt also auch noch die Perspektive von Kieran, das ist ein Fae-Prinz. Es gibt noch die Perspektive von Raylan, das ist ein Halbling, also halb Mensch, halb Fae, der eben von der Königin versklavt wird und der ihr Assassin ist und eben die niedrigen Aufgaben für sie erledigt. Und wie die Geschichte dann eben so fortschreitet, überschneiden sich eben die verschiedenen Handlungsstränge und parallel, also die Charaktere.
treffen dann alle aufeinander. Genau. Ja. Also ich bin auch gerade mittendrin sozusagen in deinem Buch und schon auf den ersten paar Seiten wird man sofort von dir mitgenommen. Also das hat man selten, dass jemand irgendwie so schön flüssig schreibt. Ne? Also ich hatte auch wirklich bei dir den Eindruck, das kannst du so auch so in einem Rutsch lesen, obwohl es eigentlich eine komplexe Geschichte ist. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht. Ich werde natürlich auch im Podcast berichten, wie es mir dann am Ende gefallen hat. Bisher finde ich es aber sehr gut, aber ich war ja auch sehr begeistert von Berühre mich nicht und freue mich jetzt auch sehr auf den zweiten Band, den ich mir vielleicht heute noch abholen werde. Genau, wenn alles klappt. Was auch noch ganz besonders ist, ich habe gesehen, du hast eine Designerin auch extra eine der Dunkelheit oder eine Illustratorin, die ihr rangeholt und die hat auch so Karten für dich designt. Und also jede zweite Frage, die ich irgendwie bei dir lese, wo gibt es diese Karten? Bitte klär uns auf, Laura. Diese Karten, also sie sind limitiert. Ich hatte eine Aktion am Laufen, die ist aber jetzt leider schon vorbei, dass man eben, wie ich sag mal so, ein Foto vom Buch, von Gygronia Dunkelheit, von seinem Exemplar schicken konnte und dann hat man so ein Kartenset bekommen. Die Aktion ist aber leider schon abgelaufen, weil das halt limitiert war. Und aktuell bekommt man sie eben bei Veranstaltungen mit mir, also gut, jetzt bei der Frankfurter Buchmesse. Das ist jetzt leider zu spät, wenn ihr dieses Podcast hört. Und ich weiß gar nicht, wann das Podcast rauskommt. Ja, irgendwann nach der Messe. Ja, also ich bin auf jeden Fall jetzt die folgende Woche bin ich noch auf der Fantastica in Berlin und da wird es die Karten eben auch geben bei der Veranstaltung und Anfang November lese ich in Nürnberg, da gibt es die Karten dann auch noch mal und es wird halt wirklich noch, also auch online, gerade also wenn man den Pieper Verlag auf Instagram und Facebook folgt und mir auf Instagram, da wird es auf jeden Fall immer noch mal Verlosungen geben und ja auch mal gucken mit den Folgebänden, ob man eben diese Aktion dann vielleicht nochmal wiederholt, dass man die Karten bekommt. Ja, oder einfach dann nochmal die restlichen Charaktere. Ne? Es werden ja wahrscheinlich auch neue Charaktere dazukommen, eventuell im zweiten und im dritten Band. Manchmal hat man das ja so, also weiß ich ja nicht. Laura guckt gerade schon ganz skeptisch so, was erzählt sie da? Ja, also ich glaube, es kommen halt immer Charaktere auf jeden Fall dazu. Aber ich sag mal, die neuen, die jetzt halt eben da sind, das ist schon so der harte Kern. Also die greifen auch schon so ein bisschen vor. Also zum Beispiel, es gibt ja auch eine Illustration schon von Elroy, der ist halt selber im ersten Band also keine so große Rolle einnimmt, aber halt dann in Folgebänden. Und ja, genau, noch mal ein bisschen präsenter wird und genau. Und es gibt ja die Illustration auch im Buch selber, also da sind sie zwar nicht im Bund, aber man hat sie zumindest. Sehr schön. Ja, du hast meine nächste Frage eigentlich auch schon beantwortet, wo du als nächstes so sein wirst und was du vorhast. Also bedanke ich mich an der Stelle vielmals für das Interview, liebe Laura. Hast du noch irgendwie was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Willst du noch irgendwas Bestimmtes sagen? Eigentlich, was ich immer nur sagen kann, ist halt wirklich danke für die Leute, die meine Bücher lesen, die sie rezensieren, die sie kaufen. Ich finde das irgendwie immer noch verrückt. Ich denke mir immer so, es gibt so viele Bücher und dass die Leute ausgerechnet dann meine Bücher auswählen, das ist halt immer schon was ganz Tolles. Also vielen Dank und auch danke für den Interview und das Podcast. Ich habe mich sehr gefreut. Immer gerne. Ja, und wir sehen uns dann demnächst irgendwann, hoffentlich auf einem deiner Events nochmal. Genau. Und wenn nicht, wahrscheinlich spätestens in Leipzig auf der Buchmesse. Spätestens. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ciao, Laura. Ja. Tschüss. Und damit da sind wir zurück. Auch schon zurück oder schon am Ende der Folge angelangt. Ja, schon ist gut. Jetzt es ist ja doch wieder etwas länger geworden. Ja, aber das verkraftet ja auch mal ein bisschen länger, uns zuzuhören. Ja, dann verabschieden wir uns mit unserem Messewalzer und tanzen ja, in die nächste Buchosphäre. Oh Gott, es fing richtig gut an. Ich dachte, wow, wir tanzen. Wohin tanzen wir? Ja, sie hat leider die Kurve nicht bekommen. Oh nein, okay. Ja. Wir tanzen in unseren Lesesessel, in neue Bücherwelten. Komm schon, irgendwas. Ja, das klingt schon ein bisschen besser. Ja. 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 Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Oh Gott. Drücker Abschluss. Trauriges Ende. Nein. Okay. Ja, lasst uns mal gerne wissen, wie ihr denn so das Interview mit Laura Kneide fandet, ob ihr gerne mehr davon haben wollt oder ob ihr sagt, nee, hört auf, geht einfach. Bitte hört einfach auf. Genau. Und vielen Dank an die Buchhandlung Thalia, die auch diese Folge wieder unterstützt hat und diesen Podcast hier möglich macht. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.